Berlin-Brandenburger Tor, 9 Uhr morgens, nasskaltes Wetter. Der amerikanische Fotograf Bob Carey bereitet sich auf ein Shooting vor. Ein besonderes Shooting. Ein Shooting mit sich selbst. Ein Shooting im rosa Tütü. Er ist klein, ein wenig untersetzt, nicht mehr der Allerjüngste. Es ist nicht das erste und es wird nicht das letzte Foto dieser Art sein. Das Brandenburger Tor ist nur einer von vielen ungewöhnlichen Orten, an denen sich Bob aus- und das Tütü angezogen hat. Für ihn ist Deutschland aber ein ganz besonderer Ort. Es scheint, als wenn es jetzt erst richtig losgeht. Wir haben so viel Unterstützung in der ganzen Welt. Vor allem aber in Deutschland ist es gigantisch. Hier gibt es die größte Online-Fangemeinde. Das ist einfach überwältigend. Amerikanische Ostküste. Seit rund 10 Jahren die Heimat von Bob und seiner Frau Linda. Bereits 1986 hatte sich das Paar kennen und lieben gelernt. 6 Monate nach dem Umzug an die Küste dann die schockierende Diagnose für Linda. Brustkrebs. Als sie ihre Diagnose bekam, setzte bei mir eine Art Selbsttherapie ein. Ich musste raus. Wie ein Läufer, der 8 Meilen laufen will, meinen Kopf frei bekommen. Ich ging raus und schoss Fotos. Fotos von mir selbst und machte diese Fotos. Und das an den ungewöhnlichsten Orten. Bob fotografiert sich selbst im pinkfarbenen Tütü mitten in New York oder auf einem Feld im Winter. Liegend auf einem Parkplatz oder hängend an einer Palme. Kindlich neugierig, unbeschwert, offen. Und diese Fotos zauberten Linda ein Lächeln ins Gesicht, halfen ihr, mit der Krankheit besser fertig zu werden. Auch wenn ich nicht dabei sein konnte, wollte ich teilhaben. Und das geht ja mit E-Mail beispielsweise. Und die Fotos brachten mich zum Lachen. Es ging mir besser. Die Fotos von Bob im rosa Tütü halfen nicht nur Linda. Sie nahm sie mit zur Behandlung und auch andere Patientinnen fanden Gefallen an Bob und seinem Tütü. An diesem Punkt wusste ich, dass es auch andere glücklich machen und sie aus der Realität holen könnte. Das war der Moment, als ich sagte, wir sollten mit diesen Fotos etwas machen. Gesagt, getan. Aus dem Tütü-Projekt für seine Frau Linda entstand die Carey Foundation. Die Fotos sollten helfen, Geld für Brustkrebspatientinnen zu sammeln. Ein Ziel, bei dem nicht nur Bobs Fotos, sondern auch das Internet hilfreich war. Teilhaben lassen und Millionen Menschen berühren im Sekundentakt. Es war verrückt. Von überall kamen Interviewanfragen. Wenn wir diese Art Technologie nicht gehabt hätten, wäre es nicht so schnell gewachsen. Die Kraft des Teilens im Internet unterstreicht auch ein TV-Spot der Telekom, der seit kurzem Bob und Lindas Geschichte eine weitere Plattform bietet und das Anliegen der beiden fördert. Ob Fernsehen oder Internet, Bob und Lindas Geschichte hat ihren Weg zu den Menschen gefunden. Bis nach Europa, bis nach Deutschland. Bobs ungewöhnliche Art, sich in Szene zu setzen, kommt auch in Berlin sehr gut an. Der Zuspruch, den das Tütü-Projekt weltweit erfährt, ist zugleich Ansporn für Bob und Linda. Nicht nur beim Kampf gegen den Brustkrebs. Ich sage mir, die Situation ist so, wie sie ist. Die Frage ist, wie gehe ich jetzt damit um? Bob und ich haben uns überlegt, wie wir unser Leben gestalten wollen. Es ist gut, positiv zu denken und mit einem Lächeln den Schmerz zu bekämpfen. Ja, das ist es. Es lenkt uns ab. Im Fokus steht nicht mein Krebs, sondern unser Leben zu leben. Wir stehen morgens auf und überlegen uns, was unsere Ziele sind. Der Krebs ist ein Teil des Lebens, aber eben nicht das ganze Leben. Er ist einfach ein guter Mann. Thank you. Bob, Linda und das rosa Tütü. Solche Liebesgeschichten schreibt nur das Leben selbst. He is a real dancer.